AAPDACH Dach. Zugang ist Menschenrecht. Zwei Linien bilden ein Dach. Alles unter einem Dach. Die Schweizer Flagge in Form der Schweiz. Grüezi, Salü, Hoi. Die deutsche Flagge in der Form von Deutschland. Hallo, Grüß Gott, guten Tag. Die österreichische Flagge in der Form von Österreich. Grüß Gott, Servus, Hallo. Die Umrisse der drei Länder befinden sich unter dem Dach. Vereinte Kräfte aus. Wirtschaft, Wissenschaft, Verbände, Interessengruppen und öffentlichen Stellen. Was uns vereint. Digitale Barrierefreiheit. Mobile Apps, Zertifizierung, Software, Web, Dokumente, Testen, Training, Beraten und Umsetzen. IAAPDACH Dach. Hashtag alles unter einem Dach. Digitale Barrierefreiheit auf Deutsch. Weitere Informationen unter www.iaap-dach.org. Das Video wurde mit freundlicher Unterstützung der Hochschule der Medien erstellt. Design Laura Eppler. Sprecher Kira Frankenfeld. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil heute. Alles unter einem Dach. Nochmal, es kam jetzt gerade ein bisschen kurz, nochmal vielen Dank an Klaus über deinen Beitrag zur künstlichen Intelligenz. Und wir haben im Chat auch noch gesehen, das kamen schon so viele Meldungen wieder. Ich glaube, wir konnten nicht alle beantworten, aber wir werden das sicherlich im Nachgang noch tun. Und machen jetzt weiter mit dem zweiten Teil hier. Da geht es um ja, Community-Treffen, wichtige Events, nützliche Werkzeuge. Klaus und ich werden euch jetzt in der nächsten halben Stunde mal so einen kleinen Querschnitt geben über einige Veranstaltungen im In- und Ausland, die wir kennen und empfehlen, die viele von euch natürlich auch kennen. Einige Organisationen und Institutionen. Und dann haben wir noch einen Teil dann über nützliche Werkzeuge. Wie kann man zum Beispiel in Word bestimmte Dinge barrierefrei machen? Also ganz praktische Tipps und Hinweise von Annemarie. Ja, dann fange ich jetzt mal an. Ich fange mal an mit einer Konferenz, die nicht im deutschsprachigen Raum stattfindet, aber ich sage auch gleich warum. Und zwar ist es der M-Enabling Summit, der in Washington stattfindet. Und es ist eine internationale große Konferenz mit begleitender Ausstellung zum Thema digitale Barrierefreiheit und wurde schon 2011 ins Leben gerufen von der globalen Initiative für inklusive Informations- und Kommunikationstechnologie G3ICT, die damit... Regine, kurz, das, ja? Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Haben wir dazu nicht auch Folien? Weil mit Abkürzungen ist besser vielleicht, wenn man das auch lesen kann. Ja. Die Folie, Moment. Willst du die freigeben? Ja. Sekunde. Jetzt vor lauter. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, ich nicht. Soll ich sie freigeben? Und du sagst ja, mir. Ja, auch, genau, ja. Bin jetzt, ich habe sie gerade irgendwie hier. Okay, Moment. So. So, seht ihr ihn? Sehr gut, danke schön. Bitte, ja. Sagst du einfach weiter sagen, okay? Ja, genau, da haben wir schon. Da haben wir schon den M-Enabling Summit. Das wurde, also diese Veranstaltung ist jährlich im Juni. Wir haben jetzt bei den ganzen Event-Hinweisen, die wir geben, bewusst keine Daten, weil im Moment in diesem Jahr niemand weiß,
wann die stattfinden, ist alles so verschoben oder online gemacht. Das heißt, es wird auf den jeweiligen Webseiten, die wir ja mit angehen, also M-Enabling Summit ist eine große Veranstaltung und hat sich zu einer großen Konferenz entwickelt mit beim letzten Mal in 2019 über 600 Teilnehmern. Und das Grundkonzept von M-Enabling ist, dass grob ja, drei große Gruppen an einen Tisch kommen. Einmal die Technologieunternehmen, dann die Community, die Verbände und dann als dritten die gesetzgebenden Regularien, die praktisch die Rahmenbedingungen schaffen. Die drei Gruppen zusammen an einen Tisch, das war das ursprüngliche Konzept von M-Enabling. Und das M bei M-Enabling steht, das M steht für Mobile Networks, mobile Netzwerke. Das wird immer wieder mal vergessen, aber muss man hier vielleicht mal nochmal sagen. Und ich fange mit diesem Event an, weil da in dem Zusammenhang auch das IAAP International sich dann gegründet hat und aufgebaut worden ist. Und das IAAP International ist ein Teil von G3ICT. Wie gesagt, also G3ICT ist die globale Initiative für Informations- und Kommunikationstechnologie. Und im daraus hervor kam das M-Enabling Forum in Europe, das wir jetzt schon zweimal, 2018 und 2000 in Düsseldorf gemacht haben. Da ist es noch sehr klein. Es ist eine eintägige Konferenz mit Ausstellungen und wird ab jetzt auch das Jahrestreffen oder der hoffentlich physische Jahrestreffen für die IAAP-Dach-Mitglieder sein. Dieses Jahr wäre es im Oktober, am 7. Oktober. Wir wissen natürlich alle noch nicht, was bis dahin ist, ob wir mal wieder persönlich uns sehen können auf einem Event und das Netzwerken und das sich wirklich persönlich sehen, fehlt uns sicher allen, aber wir werden es sehen, ob wir das schaffen. Wir haben hier noch ein paar Daten über die Veranstaltung hier notiert von den, wie sich die Teilnehmer aufschlüsseln, waren also 39% Beteiligung aus dem Privatsektor und 61% aus gemeinnützigen Organisationen, Ministerien, Wissenschaft. Und die Teilnehmer waren auch ein Teil davon auch aus vielen verschiedenen Ländern, also 25 Länder insgesamt. Es war also doch ganz bunt gemischt. Und die Themen haben wir hier noch, das sind die Themen der vergangenen Veranstaltungen. Es ging natürlich um den Fortschritt European Disability Act in Europa. Hatten wir auch die Sprecherin von der Europäischen Kommission hier. Welche Fortschritte gibt es, Innovationen, neue Lösungen? Dann auch ein Thema, beim letzten war es die Lösung für Senioren in der Stadt und auch zu Hause, im Home. Ganz großes Thema, barrierefreie Arbeitsplätze und damit auch eine bessere Beschäftigung und auch die digitalen Umgebungen in der Bildung waren also Themen in den vergangenen zwei Konferenzen. Das war jetzt mal der Ausflug ins M-Enabling. Dann können wir mal eine Folie weitergehen. Zero Project Konferenz in Europa, sehr, sehr große Konferenz von der Essel Stiftung, die immer in Wien stattfindet, leider in diesem Jahr auch online. Und ich glaube, da kann der Klaus auch noch mehr dazu sagen, der sie noch länger kennt als ich. Klaus. Du, wir hören dich gar nicht. Ah, das ist immer dasselbe, ich weiß ja. Das ist schon der Klassiker. Ja, also ich bin seit 2012 mit der Zero Project Konferenz verbandelt.
Das war am Anfang, waren es mal 100 Leute, die da gekommen sind. Das letzte Mal waren es an die 950 Leute, die gekommen sind beim letzten Jahr. Das ist eine revolvierende Konferenz, die sich um vier große Themen beschäftigt, die sich mit vier großen Themen beschäftigt, und zwar Beschäftigung, Barrierefreiheit, unabhängiges und selbstständiges Leben, oder selbstbestimmtes Leben, nicht selbstständig, und Bildung. Und dann fängt es wieder von vorne an quasi. Ja. Und da werden Policies und Practices weltweit gesucht, wo es darum geht, dass man das Rad nicht neu erfindet. Weil warum könnte man, könnte ja davon ja ausgehen, dass zum Beispiel etwas, das in Spanien erfunden wurde, irgendeine Policy oder eine Practice dann auch in Österreich zum Beispiel oder in Deutschland oder in Italien oder vielleicht auch in Indien oder in Australien eingesetzt werden kann, indem man es einfach anpasst an die jeweiligen Bedürfnisse, die dort sind. Und es ist natürlich ein großes Community-Building-Instrument, das wir hier haben. Wir haben 4.600 Personen, Organisationen, Firmen etc., die sich hier in einem großen Netzwerk befinden. Ich möchte alle auch gerne einladen. Es gibt noch die Möglichkeit, dass man sich anmeldet zur diesjährigen Zero. Wir haben insgesamt drei verschiedene Channels, die im Grunde genommen sich wie Slots antun. Ja? Entschuldigung. Wir haben drei verschiedene Channels mit insgesamt 86 verschiedenen Tables, wo sich die Leute treffen und zu verschiedensten Themen sprechen. Es ist alles frei, es kostet kein Geld. Man kann sich einfach anmelden und kann sich dann anschauen, was man will. Und vielleicht ist es auch ein Appetizer oder ein Teaser dafür, dass ihr oder sie dann das nächste Jahr dann noch einmal nach Wien kommt und dann in der UNO City dann wirklich einen großen Spirit quasi erlebt. Weil das ist eine große Familie, die Leute reden alle miteinander. Wir sind natürlich meistens englischsprachig unterwegs, leider muss man dazu sagen. Warum? Weil es 70, 80% sowas in der Gegend haben, sind eben aus anderen Kontinenten von den Teilnehmern. Wir hatten letztes Jahr eine sehr große, also wo es wirklich stattgefunden hat, eine sehr große Anzahl von Menschen, die aus Afrika auch gekommen sind zum Beispiel. Und das ist aber genau das Coole an der ganzen Sache. Man trifft die Leute, man ist Teil einer großen internationalen Familie. Also wirklich einfach mal auf die Webseite raufschauen, auf die ZeroProject.org Webseite. Falls es irgendwie nicht gelingen sollte, den Link zu finden für die Anmeldung, einfach ein Mail an mich schreiben, bitte. Danke. Ja, Zero-Konferenz auf jeden Fall und wirklich, wie du sagst, zum Netzwerken, also der absolut super Platz. Und aus aller Welt sind auch Organisationen und Besucher da. Da ist wirklich, man hat ja gesehen, bei uns hier schon, der Austausch zwischen drei Ländern ist schon so bereichernd und interessant. Kann man sich vorstellen, je internationaler, je mehr Inputs kommen. Dann, ja, die Reha-Care wollen wir hier auch mal noch mit erwähnen, weil das M-Enabling in Düsseldorf parallel zur Reha-Care stattfindet. Die Reha-Care ist eine der größten internationalen Messen für selbstbestimmtes Leben und Inklusion im Alltag, sowie in der Arbeitswelt und auch in der Pflege. Die Messe gibt es seit 40 Jahren. Und hat wirklich alles an Hilfsmitteln und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung, mit Pflegebedarf, im Alter, mit chronischen Krankheiten. Da gibt es wirklich alles an Produkten, ja, bis zu komplexen Systemen. Und es ist einerseits eine Produktvorstellung, man kann alles anschauen, ausprobieren. Es gibt Fachinformationen, Austausch und das ist dann natürlich auch im Zusammenhang mit dem M-Enabling, das einen Tag parallel stattfindet, auch hier gut zu verbinden, denn der Teil der digitalen Barrierefreiheit ist vielleicht in dem Sinne auf der Reha-Care als Messe nicht so ausgeprägt, und von daher ist auch der Gedanke gewesen, diese Veranstaltung zusammen stattfinden zu lassen und parallel laufen zu lassen. Die Reha-Care ist normalerweise, hat über 40.000 Besucher aus, ja, wie hier steht, 700 Aussteller aus 40 Ländern, sehr, sehr international.
Und auch hier muss man sehen dieses Jahr, ob sie stattfinden wird. Ja, was haben wir als nächstes anzubieten, Klaus? Ah ja, die Side City, ja. Das bleiben wir mal in Deutschland. Die Side City ist jedes Jahr normalerweise im Mai in Frankfurt und ist hier eine sehr etablierte, führende Fachmesse für Blinden- und Sehbehindertenhilfsmittel. Die kennt sicher sehr, sehr viele von euch. Da sind alle neuesten Technologien, da sind auch viele internationale Hersteller, die ihre Lösungen anbieten. Wirklich sehr lohnenswert. Es gibt auch immer ein kleines Forum, in dem den ganzen Tag Vorträge laufen. Die Veranstaltung war bisher sehr gut, auch wirklich natürlich ausgerüstet für blinde und sehbehinderte Besucher insbesondere. Sie wechselt jetzt ihren Platz und wechselt über in den Kongress der Messe Frankfurt. Da wird man es sehen, aber mit Sicherheit wird es auch da eine tolle Veranstaltung werden, auch sehr empfehlenswert. Und dann weiter mal noch, Klaus. Da habe ich schon. Ah, super. Ja, dann würde ich noch hier unser IAAP-Mitglied Mindscreen, die ihr ja diese Woche auch schon hier getroffen habt, haben auf ihrer Webseite wirklich einen sehr schönen Veranstaltungskalender, den wir auch empfehlen möchten. Ich habe immer mal was gesucht, wo ist mal so alles drauf, und da kann man schon sehr viele Veranstaltungen sehen im deutschsprachigen Bereich. Und also alle, der Kalender ist schon sehr ausführlich und persönlich auch gemacht. Und für alle, die sich in Barrierefreiheit weiterentwickeln möchten, ist es eigentlich auch zu empfehlen. Hier ist nochmal die Webseite www.mindscreen.de. Also auch mal drauf schauen, auch wenn man selber irgendein Meetup oder eine kleine Veranstaltung plant und sie veröffentlichen möchte, sich gerne mal an Mindscreen melden. Und ja, danke, Klaus. Ja, dann haben wir noch die nächste Folie ist jetzt noch, die, ja, wollten wir euch auch mal noch vorstellen, die gibt es noch nicht sehr lange, ist noch sehr jung, glaube ich. Inklusiv Afrika-Konferenz ist auch mit Beteiligung der schon erwähnten G3ICT-Initiative auch Konferenz für digitale Barrierefreiheit, natürlich sehr schwerpunktmäßig auf die Länder in Afrika und auf den dortigen Raum, natürlich auch mit den Richtlinien und Themen sind hier auch Barrierefreiheit, die Finanzdienstleistungen, Universal Design, soziale Medien, aber natürlich auch Hochschul-, Grundschul-, Hochschulbildung. Und die sind im Moment, ist die Veranstaltung auch online. Das auch natürlich monatbedingt leider nicht so stattfinden kann. Die Webseite www.inklusiveafrika.org. Da wird auch dann das neue Datum und mögliche virtuelle Daten bekannt gegeben. Ja, dann darf ich kurz übernehmen. Ja. Ja. Bei den Organisationen, ich meine, das ist nicht immer so trennscharf auseinanderzuhalten, ob es jetzt eine Organisation oder Konferenz ist, das werden wir bei der nächsten Folie sehen. Aber da sind es definitiv Organisationen. Das European Disability Forum ist eine Dachorganisation der europäischen Dachorganisationen. Das heißt, wenn wir ein Land haben wie Österreich zum Beispiel hier, da gibt es den österreichischen Behindertenrat. Der österreichische Behindertenrat ist eine Dachorganisation der österreichischen Behindertenorganisationen und der ist wiederum Mitglied im European Disability Forum. Sitzt in Brüssel, 96 gegründet, Leitmotto Nothing About Us Without Us, und sind sehr, sehr, sehr aktiv. Ihr könnt es auch, wenn ihr auch nicht jetzt in einer Dachorganisation oder in einer Organisation drinnen seid, könnt ihr euch als assoziiertes Mitglied zum Beispiel beim EDF anhängen. Und es gibt dort verschiedenste Arbeitsgruppen, die gerne Menschen suchen, die mitarbeiten. Es gibt eine Arbeitsgruppe zur Informations- und Kommunikationstechnologie, es gibt eine für internationale Arbeit, es gibt eine für Standardisierung zum Beispiel, es gibt eine für Kinder, eine für Frauen, eine für was weiß ich auch immer, ja. Also einfach auf die Webseite mal schauen und bitte einfach reinschauen.
Ja. Dann G3ICT wurde, glaube ich, eh schon oft erwähnt von der Regine. Ich brauche da, glaube ich, nichts mehr dazu sagen. Oder sollen wir das noch einmal in irgendeiner Weise dann erwähnen? Die hängen sehr in sehr vielen Organisationen drinnen und machen auch wirklich sehr viel. Zum Beispiel gibt es jetzt von G3ICT, also G3ICT, eine Initiative zur Barrierefreiheit in Finanzdienstleistungen. Es gibt eine Umfrage dazu, die ausgesendet wurde, die wir übersetzt haben ins Deutsche zum Beispiel, die auch in Deutschland sicher unterwegs ist, aber ich weiß nicht, wer das dort macht. Wir machen das als Hilfsgemeinschaft hier in Österreich und da geht es eben darum, barrierefreie Finanzdienstleistungen im weitesten Sinne für Menschen mit Behinderungen anzubieten, beziehungsweise zu eruieren, wo es das gibt oder wo es das nicht gibt. Und trust me, es gibt es nicht sehr oft. Auch in Österreich nicht zum Beispiel. Was jetzt zum Beispiel Online-Banking betrifft oder solche Dinge. Und das fängt schon einmal an bei den Geldausgabegeräten zum Beispiel. Dann haben wir als nächstes etwas, die ICCAP. Das ist eine der ältesten Konferenzen zu diesem Thema und die gibt schon seit 1992 oder noch früher, ich weiß es nicht genau. Wenn der Klaus Miesenberger hier als Teilnehmer dabei ist, dann könnt ihr uns das jetzt sagen vielleicht, ja. Schwerpunkte sind, 89. bitte? 89. 89, Wahnsinn, ja. Also eine der wirklich ältesten Konferenzen zu diesem Thema, ja. Auch sehr, sehr, es ist wirklich wert, dass man hingeht, man trifft dort eine große Community mit sehr, sehr vielen Menschen, die sich mit diesem Thema schon seit sehr langer Zeit beschäftigen. Und vor allem, wenn der Klaus das organisiert, dann ist es immer ein Wert, dass man dorthin geht. Ja? Und die Schwesterorganisation ist die AAATE, die Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe. Diese beiden Konferenzen, die wechseln sich immer ab. Das heißt, ein Jahr gibt es die ICCAP, das nächste die AAAT-Konferenz, dann wieder die ICCAP und so weiter und so fort. Ja. Und auch die AAAT ist wirklich wert, dass man hinfährt. Dort geht es mehr um assistierende Technologien, wie der Name schon sagt. Finden sich auch immer mehrere hundert Personen dort, die sich zu diesem Thema austauschen. Und dann möchte ich weitergehen mit dem Österreich-Tag, das IKT-Forum. Das IKT-Forum kennen vielleicht auch schon einige von euch und waren auch schon dort. Das ist immer im Juli, eigentlich immer im Zusammenhang mit der ICCHB, wenn sie stattfindet. Ja. Veranstaltet vom Kompetenznetzwerk KII und das deutschsprachige Forum zum Thema Barrierefreiheit. Dort auch mehrere Tage, hat einen sehr, sehr großen Schwerpunkt, meistens auch auf unterstützende Technologien, ja. Und würde ich wirklich auch empfehlen, dass ihr hinfahrt. Linz ist eine Reise wert und das IKT-Forum erst recht. Und dann gab es, und das müsste auch Mindscreen wissen, oder die Herrschaften von Mindscreen, wir haben uns einmal getroffen, den A-Tag von Accessible Media. Accessible Media ist ein Verein hier in Wien, der sich ebenfalls das Thema Barrierefreiheit in der Informations- und Kommunikationstechnologie schon seit langer Zeit auf die Fahnen geheftet hat. Und wir machen jedes Jahr hier den A-Tag. Der A-Tag ist auch eine deutschsprachige Veranstaltung mit weniger Leuten, aber trotzdem um die 150 sowas, ja, findet hier immer in Wien statt, ist ein ganzer Tag und wird meistens auch sehr gut angenommen und besucht und findet auch schon Leute, die aus Deutschland und aus der Schweiz anreisen, um sich das anzuschauen und anzuhorchen. Ja. Einige von euch habe ich dort ja eh schon gesehen. Und dann noch die nächsten beiden. Regine, willst du wieder? Du kennst die CSUN, ich war gar nicht da. CSUN, ja, das ist die Konferenz im englischsprachigen Raum in Amerika von der California State University. 4.000, 5.000 Leute, Mega-Event, mehr kann ich dazu nicht sagen. Heuer leider wieder nicht, ja, letztes Jahr auch nicht. Letztes Jahr schon, ja, da war ich noch dort. Normalerweise hätten, wie gesagt, mit 5.000 Leute dort sein sollen, da waren wir, glaube ich, 300 oder irgend sowas.
Hat am letzten Tag vor dem Lockdown in Österreich geendet und ich konnte gerade noch am letzten Tag reinschlüpfen über die Grenze nach Österreich. Ist aber auch eine wirklich empfehlenswerte Konferenz, wenn man ein breites Publikum sucht und wenn man mal über Schüsselrand hinaus schauen will und schauen will, was sich im englischsprachigen Raum tut. Und dann gibt es noch in Brüssel die European Association of Service Providers for Persons with Disabilities, die ebenfalls sehr aktiv ist, mit vielen Arbeitsgruppen. Und würde ich auch empfehlen, bitte einmal auf die Webseite schauen, gibt es auch in Deutsch. Und die machen Dutzende Veranstaltungen pro Jahr, wo man sich einklinken kann und auch als Besucher mal ganz einfach reinschauen kann, was es da alles gibt mit verschiedenen Foren. Zum Beispiel gibt es ein Member Forum on Education, dann gibt es eines für personenzentrierte Technologie, eines für Policy, also für Politik und so weiter und so fort. Ja. Und last but not least, noch zwei große Organisationen, das W3C, ich glaube, das sollten eigentlich alle kennen, die wir hier drinnen sind oder die meisten von uns. Die haben natürlich immer den Vorteil, dass sie das WCAG gemacht haben und deshalb bekannt sind. Das brauche ich sich, glaube ich, auch nicht mehr wirklich vorstellen. Auch W3C bietet unzählige Möglichkeiten, sich zu engagieren und mitzumachen. Man muss nicht unbedingt auch wirklich Mitglied dort sein. Mitgliedschaft ist sauteuer, muss man dazu sagen, ja. Drum einfach mal auf die Webseite schauen und nachschauen, ist halt englischsprachig. Und dann gibt es noch die ITU, die ebenfalls einen eigenen Slot immer hat, der sich Accessible Europe nennt, wo barrierefreie Technologien in Europa vorgestellt werden und die machen das auf allen Kontinenten. Das heißt, es gibt einen Accessible Europe, es gibt einen Accessible America Slot und so weiter und so fort. Auch einfach raufschauen und auch dort gibt es die Möglichkeit, dass man sich in irgendeiner Weise dann engagiert. Dann gibt es noch zwei weitere Seiten, die ich jetzt sicher nicht vorlesen werde. Da habe ich einfach nur reingeschrieben, was es an Portalen zum Beispiel gibt. Das ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Ausschnitt, wo man nachschauen kann. Und welche MOOCs und so weiter, dass es gibt. Da habe ich leider den Gottfried jetzt vergessen. Der Gottfried bietet auch sowas an von der Fachhochschule für Medien. Auch das bitte dann noch, wir können das noch ergänzen. Und dann noch über weitere Organisationen, die es da gibt in diesem Bereich, wo man sich ganz einfach mal anschauen kann, welche internationalen Organisationen gibt es da noch, wo man sich vielleicht anhängen könnte oder wo man Informationen bekommt. Es geht ja auch um Informationen, die man ganz einfach bekommen kann. So, das war's von meiner Seite aus. Ja, super. Danke, Klaus, auch an dich. Jetzt haben wir noch mal schon mal einen ganz guten Überblick hoffentlich verschafft. Sicher kennt ihr auch schon vieles und wir haben auch vielleicht ein oder andere vergessen. Das mag auch sein. Wir haben sicher was vergessen. Das ist immer so. Aber was ich auch noch sagen wollte, im Moment sind viele Veranstaltungen natürlich wirklich, wie wir alle wissen, deswegen sind wir jetzt auch hier und können uns nicht persönlich sehen, online. Und auch diese Veranstaltung alle im Moment hat den Vorteil, nach Afrika können wir vielleicht nicht so leicht reisen, aber online können wir dann an der Konferenz teilnehmen oder am Enabling Summit, der im April auch noch ein virtuelles Happening demnächst hat. Da kann man dann zumindest mal von der Ferne hier mitmachen. Wir werden die Folie nochmal ein bisschen, das fehlen noch ein paar Sachen, glaube, aber wir stellen die dann auch auf die IAAP-Dach-Webseite und dann kann sich da jeder nochmal, ich glaube, einfach mal interessant auch mal die Links alle anklicken und sich da einfach so ein bisschen durchwursteln. Ja, dann haben wir jetzt noch, ja? Bitte. Was nicht vorkommt in diesen ganzen Folien drinnen. Es gibt noch einen ganz, ganz wichtigen Bereich auch, der hier nicht erwähnt wurde, und zwar, das ist die ganze Standardisierung. Ja.
Das ist zwar eine sehr mühsame Sache, aber Standards, wir wissen zum Beispiel, dass die WCAG 2.0 ein Standard sind, ein ISO-Standard sind, ja. Und es gibt fast in allen Bereichen Standards, wo man mitarbeiten kann, wo man sich zuerst natürlich einmal an die jeweilige nationale Standardisierungsbehörde wendet und dort dann nachher auch Mitglied werden muss. Ja. Aber dann kann man entsandt werden in die verschiedenen Standardisierungsgremien, die es da gibt, auf europäischer Ebene wie CEN oder CENELEC oder ETSI. Ja. Oder auch zum Beispiel auf internationaler Ebene wie ISO. Und das Menschen mit Behinderungen bzw. Organisationen von Menschen mit Behinderungen sind ganz einfach unterrepräsentiert dort. Das ist ein riesengroßes Problem, das wir haben. Ja. Und dann kommen irgendwelche Industriestandards oder Standards raus für Software oder für Softwareprodukte, die ganz einfach noch nie etwas, noch nie einmal an dem Thema Accessibility angestreift sind. Das wäre es meiner Meinung nach ganz wichtig, auch in diesem Thema sich zu engagieren. Ich weiß, das ist meistens ein Thema auch des Geldes. Wenn es internationale Organisationen sind, eben wie die CEN, CENELEC oder wie ISO, dann sind die Meetings nicht immer in Europa und nicht immer im eigenen Land und man muss irgendwie Gelder auftreiben, dass man dorthin kommt. Da gibt es eine gute Initiative zum Beispiel, die nennt sich Stand ICT, Standards in ICT, standict.eu, und die loben aus, bis zu 10.000 Euro für Standardisierungstätigkeiten, wenn man sich bewirbt dort. Und die kann man wirklich dafür verwenden, dass man reist oder dass man auch die Zeit dazu verwendet, um in der Standardisierung zu arbeiten. Ja, das finde ich jetzt nur ein super Anhang jetzt noch dazu. Oder das sollten wir noch mit aufnehmen, Klaus. Vielleicht können wir da auch noch auf die Folie die eine oder andere Webseite oder Empfehlung noch mit draufgeben. Ja, hier's Gottfried. Ich wollte noch was hinzufügen, Klaus, vielen Dank für deine Anmerkung auch zum W3C. Es ist ein riesiges Feld im W3C, diese Web Accessibility Initiative, die eben diese Standards festlegt für Barrierefreiheit im Web und die ja jetzt auch auf Software und mobile Apps angewandt wird. Also da ist eigentlich so der große Herzschlag auch dessen, was dann auch umgesetzt wird in den Gesetzen und so auch bei uns in Europa. Und ich selbst bin da tätig als ein eingeladener Experte in einer der Gruppen. Und es ist richtig, wenn man also als große Firma dort mitmacht, dann muss man etwas zahlen, einen Beitrag, das ist nicht gering, aber man kann dann auch mit abstimmen und so weiter. Es gibt aber auch eventuell die Möglichkeit, als eingeladener Experte dort mitzumachen. Man muss es natürlich genehmigen lassen, aber gerade in dem Bereich der Accessibility werden immer wieder Experten gesucht, die dann mithelfen, Standards zu schreiben oder Standards zu begutachten bezüglich Barrierefreiheit. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag auch für uns, für die Zukunft, wenn es um Zukunftstechnologien im Web geht. Wer da Interesse hat, ich kann da gerne auch entsprechend vernetzen mit den Leuten, die dort tätig sind, und dann kann man eben auch prüfen, ob es, wenn das anwendbar ist, auch eine kostenlose Mitarbeit möglich ist als eingeladener Experte. Es werden auf jeden Fall Leute gesucht und ich finde, wir als Deutschsprachige von Deutschland, Schweiz, Österreich, wir haben natürlich gewisse Nachteile in diesen englischsprachigen Gremien, aber wir sollten uns aktiv daran beteiligen, weil letztendlich das, was dort entwickelt wird, eben auch bei uns nachher zur Anwendung kommt. Mhm. Möchte das noch wirklich ergänzen, auch zum Beispiel jetzt Mitarbeit in der ITU oder sowas. Ich meine, das ist genauso wichtig, ja, weil ich höre dann immer wieder die Beschwerden, es wird uns vorgeschrieben, dass, ja, und irgendetwas, dass irgendein Standard festgeschrieben ist und so weiter und so fort. Ja. Wenn ich aber nicht mitrede und nicht mitreden kann, ja, natürlich teilweise, ja, aber wenn ich nicht mitrede, dann kann ich mich auch nachher nicht beschweren darüber, dass das so ist. Ja. Dankeschön. So, dann sind wir an dem Punkt angelangt, an dem die Annemarie uns noch Mittel und Tools zum Testen vorstellt. Bin schon sehr gespannt und wir sind ganz gut in der Zeit, glaube ich. Dann Annemarie, würde ich sagen, geben wir mal an dich weiter.
Ja, danke schön. Ich habe mal ein paar Werkzeuge zusammengesucht als Beispiele, wo wir so ein bisschen das Mindset auch aufbauen können. Also wirklich Werkzeuge zur Entwicklung von barrierefreiem Denken, zur Gestaltung, auch zur Entwicklung. Und ganz, ganz wichtig, das sind nur Beispiele. Ich habe versucht, auch deutschsprachige Beispiele zu finden. Wir sind ja hier eine Organisation, die versucht eben auch gerade Ausbildung, Weiterbildung, Quellen zur Verfügung zu stellen, die deutschsprachig sind. Und gerade bei den vorgestellten Konferenzen und auch Organisationen haben wir gesehen, dass noch sehr, sehr viele eben ausschließlich im englischsprachigen Raum zu finden sind. Die sind toll. Ja, und mit einer guten Übersetzungs-KI können wir ja das Ganze auch in Deutsch übersetzen lassen. Aber ich habe mal auch versucht, deutschsprachig ein bisschen zu agieren und muss leider zugeben, dass das auch gar nicht so einfach ist, hier Tools zu finden, was wieder beweist, dass wir zwingend auch die Barrieresprache versuchen sollten zu beizulegen und hier eben auch eigene Tools oder Übersetzungen versuchen sollten zu etablieren. Ich fange mal ein bisschen frotzelnd an, so von wegen barrierefreies Denken. Hier geht es tatsächlich darum, noch einmal diesen Gedankenraum aufzumachen. Was bedeutet denn eigentlich Barrierefreiheit und sich ein bisschen auch in die Rolle von beeinträchtigten Menschen hineinzubegeben? Und da gibt es diverse Tools, mit denen man sich in der Simulation auch einmal anhören kann oder anschauen kann, wie Menschen mit einer Beeinträchtigung die Umwelt wahrnehmen. Und ich finde das immer sehr, sehr schön, aber ich muss hier auch sagen, dass natürlich das direkte Gespräch mit einem beeinträchtigten Menschen diese Tools nicht ersetzen können. Ne? Ich kann mir das anschauen, ich kann versuchen, auch mich kurzfristig in diese Lage hineinzuversetzen, aber es ist nicht so, als würde ich mit jemandem sprechen, einfach mal, ja, Anekdoten austauschen. Klaus, du hast uns auch so ein paar mitgegeben, die ich sehr wertvoll fand, weil man sich dann einfach mit einem ganz bestimmten Menschen auseinandersetzt und eben auch hier mehr teilhaben kann, ne? Als Mensch, der nicht beeinträchtigt ist, wirklich die Teilhabe am Leben der beeinträchtigten Menschen zu suchen. Einmal andersrum zu denken, ne? Das finde ich ganz wichtig. Nichtsdestotrotz habe ich hier ein paar Tools zusammengestellt, die uns vielleicht ein Stückchen weit helfen, wenn wir gerade keinen Kollegen zur Hand haben und mit ihm uns direkt austauschen können, was ja auch gerade eben ein bisschen schwer ist zu Corona-Zeiten. Ich möchte euch die auch ein bisschen vorstellen und habe hier schon mal sozusagen die Webseite aufgemacht. Die Links, die findet ihr alle im Foliensatz. Die gibt's auch schon zum Download. Und das erste Tool, was ich euch vorstellen möchte, ist von einer Webseite, die nennt sich heartheworld.com und bietet einen Simulator für das Verständnis für Menschen mit einer Hörminderung. Und hier wird in diesem Beispiel eine typische Gesprächssituation aufgemacht. Und hier kann man, ich kann das auch kurz starten, und hier kann man sozusagen auch mal hören, wie das ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wiedergegeben bekommt. Ist der Ton da? Ansonsten selber mal ausprobieren. Mit unterschiedlichen Hörverlusten, wie hört sich eine typische Situation zum Beispiel hier auf dem Flughafen an? Also das ist gut gemacht, mit viel Hintergrundinformation auch zum Thema Hear the World, also wirklich zum Thema Hörminderung. Und ein sehr schönes Tool, um sich da auch mit zu beschäftigen. Das zweite, was ich vorstellen möchte, jetzt habe ich die, glaube ich, gar nicht offen, muss ich selber mal den Link klicken, sind die Simulationsfilme der Woche des Sehens, wo einige Augenschädigungen, Gesundheitsschädigungen des Auges gezeigt werden, mit immer derselben Alltagssituation. Das finde ich sehr schön, dass wir das hier nicht simulieren auf Webseiten oder ähnlichen Dingen, sondern die Möglichkeit hier eben tatsächlich diese Simulationsfilme in derselben Alltagssituation durchzumachen, weil das am ehesten zeigt, wie das Leben einfach ist mit einer solchen Sehbeeinträchtigung. Und diese Filme gibt es bei der Woche des Sehens
Und hier kann man sozusagen zu jedem, zu jeder größeren oder sehr, sehr weit verbreiteten Augenschädigung sich, wie gesagt, so einen Film mal anschauen. Sehr empfehlenswert. Es gibt auch zu den einzelnen Sehbeeinträchtigungen jeweils Erläuterungen, Hinweise, auch Hilfe, wenn man an einer solchen Sehbeeinträchtigung oder wenn man die besitzt, wo man sich da auch noch weitere auch Selbsthilfe holen kann. Eins der besten Tools, die ich kenne, ist selbst die Umgebung einmal zu durchforsten oder eben auch auf die digitale Welt mal draufzuschauen, wenn man eine solche Sehbeeinträchtigung mal simuliert. Hier gibt es diverse Simulationsbrillen. Ich habe hier mal recht günstige rausgesucht, wo jede Brille so ungefähr einen Euro oder kurz über einen Euro kostet, wo ich denke, dass man das, gerade wenn man vielleicht auch mal so als Stakeholder oder Multiplikator auftreten möchte und das auch anderen Menschen nochmal näher bringen möchte, eignen sich solche Simulationsbrillen ganz gut. Hier kann man sie, ist eine Möglichkeit, sie zu bestellen. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber die Möglichkeit eben, sich tatsächlich wirklich in Alltagssituationen mal in diese Rolle hinein zu versetzen. Mal noch nicht virtuell, sondern schlicht und einfach mit Hilfe der hier aufgedruckten Simulation. Könnt ihr mich nicht hören? Oh ja, kann ich kurz reingrätschen bei dir? Sorry, dass ich wenn jemand so Simulationsbrillen will, ja, bitte schreibt es mich an. Ich schicke euch welche umsonst. Okay. Gratis, ja. Also nicht umsonst, aber gratis, ja. Ja. Okay. Wir haben hunderte, tausende solche Simulationsbrillen bei uns, ja, aus Pappe. Wenn es jemand haben will, bitte an mich anschreiben und ihr kriegt das Ganze, ja. Okay. Das ist ein super Angebot. Das nächste, was ich zeigen möchte, ist ein Web Disability Simulator. Das leider habe ich im deutschsprachig noch nicht gefunden. Hier möchte ich aber trotzdem das mal darstellen. Ist auch ein Open Source Projekt, ein Tool für den oder eine Erweiterung für den Browser, wo mehrere Situationen auf Webseiten simuliert werden können. Zum Beispiel, ich benutze jetzt mal hier diese Webseite, wo man die Brillen auch erwerben kann, auch wenn wir jetzt das Angebot haben, dass wir sie kostenfrei erhalten können. Und würde hier mal den Web Disability Simulator, ich habe den hier also geladen als Add-on für den Chrome, würde den hier mal einschalten und hier kann man, wie gesagt, einiges an Simulationen auch starten, beispielsweise die Simulation einer Gesichtsfeldeinschränkung. Das heißt also hier, wenn ich nicht mehr mein gesamtes Sichtfeld zur Verfügung habe. Und das Schöne an diesem Tool ist, dass tatsächlich auch sehr, sehr viel erläutert wird. Das heißt, wir können hier immer auch nachschauen, welche Personen betrifft das denn? Wer hat mit beispielsweise dieser Beeinträchtigung zu tun? Und wo ist das sozusagen auch aufgehangen? Wie gesagt, es gibt mehrere Tools hier, das ist ein frei verfügbares, es gibt aber auch den Funkify, den es auch in der Kaufvariante gibt, wo das ähnlich aufgebaut ist. Wie gesagt, diverse Möglichkeiten und Tools. Wer nach Web Disability Simulator guckt, der wird einiges auch finden. Ich nutze das selber auch in Schulungen, wie gesagt, immer mit dem Hinweis, dass die Auseinandersetzung mit direkt in Person sozusagen mit einem beeinträchtigten Menschen wesentlich besser ist, das Gespräch zu suchen. Nichtsdestotrotz ist das eine Möglichkeit, eben auch mal eine Vielfalt abzubilden, hier, um gerade zu Schulungszwecken das einzusetzen. Das waren die Tools, die uns sozusagen ein Mindset aufbauen können für das Thema oder zum Thema Barrierefreiheit. Und ich habe noch drei Tools mitgebracht, die oder auch Links mitgebracht, die hier ein Stückchen weit das barrierefreie Gestalten ermöglichen sollen. Und einige davon sind sicherlich auch gut bekannt, was gerade das Kontrast-Tool angeht. Aber ich fange mal mit einem Thema an, das noch nicht ganz so repräsentiert ist. Gerade bei innerhalb der Gestaltung, also die Richtlinien, die wir haben, sind oftmals sehr technisch ausgelegt
Und ich komme ja aus dem Themenbereich Design, bin also auch studierter Designer und mich interessiert natürlich auch die Leserlichkeit und Lesbarkeit von Dingen. Und hier gibt es eine sehr schöne Seite, die zum inklusiven Kommunikationsdesign entwickelt wurde, wo eben auch auf Lesbarkeit eingegangen wird. Hier kann man sich eine Menge Informationen holen. Was bedeutet denn eigentlich leserlich und lesbar? Wie kann ich Menschen unterstützen in der Wahrnehmung von Text? Was kann ich dafür alles tun? Sehr ausführlich. Und hier haben wir auch, und das möchte ich euch unbedingt zeigen, eine Möglichkeit, Schriftgrößen auch mal auf einschätzen zu können, wie groß muss Schrift sein, damit ich das mit zum Beispiel einer bestimmten Visusverschlechterung, also Verschlechterung des Scharfsehens, auch noch wahrnehmen kann. Und das Gute ist, hier eben auch auf verschiedenen Devices, also vom Smartphone über das den ganz normalen Monitor, über das Tablet, aber natürlich auch noch ganz haptische Devices, also noch klassische Bücher oder Zeitschriften, Aushänge oder Schilder. Und hier kann man das mal ausprobieren. Das heißt, ich gehe mal auf einen ganz normalen Desktop-Screen und sage, im Normalfall sollten wir hier einen Sichtabstand haben von 70 Zentimetern. Ich habe das hier im Homeoffice leider nicht. Also ich sitze viel zu nah an meinem Monitor ran. Deshalb habe ich auch so einen schönen blauen Touch hier immer, weil mein Monitor hier schon schön scheint. Aber hier kann ich also auch mal gucken, wenn sich der Abstand verringert, was könnte ich da vielleicht tun? Aber wir bleiben mal beim empfohlenen Abstand auch. Und mein Visus liegt mit Hilfsmittel, ich fake hier ein bisschen mit Kontaktlinsen, liegt der tatsächlich bei 1. Das heißt, ich habe sozusagen noch 100%ig gesehen mit Hilfsmitteln. Und ich möchte die Schriftart Lesetext betrachten und ich habe hier auch im Homeoffice doch eine gute Beleuchtung. Und da kommt raus, dass ich also eine Schriftgröße nutzen sollte von 15,5 Pixeln. Und jeder, der im Webdesign so ein bisschen unterwegs ist, der weiß, die Standardschriftgröße von Browsern ist auf 16 Pixel ausgelegt. Wird wohl seinen Grund haben, dass das hier also auch entsprechend berechnet werden kann. Und wenn wir uns das Ganze mal auf dem Smartphone angucken, also auch da normale Sichtigkeit mit einem deutlich geringeren Abstand, 30 Zentimeter, sollte ich mal meiner Tochter sagen, die das Smartphone immer hier hat, ne? Und auch hier ein Lesetext, da sehen wir, dass wir deutlich kleiner werden können, weil einfach der Sichtabstand geringer ist, ja, und wir hier besser uns orientieren können. Dazu, weil wir gerade beim Standard waren, gibt es natürlich auch eine DIN-Norm, wo diese Berechnungsgrundlage für dieses Tool auch nachzuschauen ist. Das ist die DIN 1450, also hier eine deutsche Industrienorm. Und hier kann man sich sozusagen noch mehr Tipps und Tricks holen. Man kann hier auch den Sichtabstand manuell noch einstellen, damit man einfach mal gucken kann, wie heißt das denn, wenn ich eben entsprechend reagiere. Vielleicht ist es auch so, dass wir immer so nah an die Monitore gehen, weil eben die Texte zu klein gesetzt sind. Könnte einen Grund haben. Und hier kann man eben als Designer oder Gestalter bei der Planung von barrierefreien, gut lesbaren digitalen Texten, sich ein bisschen Hilfe holen, wenn man unsicher ist, wie groß soll ich denn irgendetwas anlegen. Und neben diesem Schriftgrößenrechner gibt es auch noch andere Tools hier drin und wie gesagt, eine Menge Informationen, aber das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und auch ein relativ frisches neues Tool kommt aus dem Hause Adobe, wo ich als Gestalter oder Designer barrierefreie Farbharmonien festlegen kann. Augenblick warten, so mit Video und allem dauert es doch. Und zwar das Tool Adobe Color, das generell dazu geeignet ist, Farbharmonien festzulegen, auch auf bestimmten Farbgrundlagen. Also wenn ich schon eine CI-Farbe habe, kann ich die hier auch einstellen. Und die Neuerung besteht hier drin, dass es bereits ein Barrierefreiheitstool gibt. Das soll auch ausgeweitet werden. Im Moment ist das eine Tool, sozusagen eine Farbharmonie zusammenzustellen, die auch für farbfehlsichtige Menschen geeignet ist. Und hier sehen wir schon, für verschiedenste Farbfehlsichtigkeiten wird hier eine Empfehlung gegeben. Und das Beste wäre natürlich, hier eine Farbharmonie zu kreieren, wo kein so ein Minuszeichen enthalten ist. Denn hier würden Konflikte bestehen. Also hier als Beispiel
haben wir einen Konflikt zwischen der Farbe B und D, die also von einigen farbfehlsichtigen Nutzern nicht wahrgenommen werden kann. Und hier kann ich also dann mit Verschieben der einzelnen Farben versuchen, eine andere Farbe zu benutzen. Und jetzt habe ich einen Glückstreffer sozusagen, so ad hoc, und habe hier eine Farbharmonie, die von allen farbfehlsichtigen Menschen auch gesehen werden kann. Das ersetzt aber nicht, dass die Farben untereinander natürlich auch genügend Kontrast haben müssen. Das heißt, wir schauen uns das nächste Tool an, das wir unter anderem auch zum Test einsetzen, aber das man durchaus auch einsetzen sollte, wenn man sich in der Rolle des Gestalters, Konzeptors befindet, um rauszufinden, sind denn die Farben, die ich jetzt benutzen möchte, auch tatsächlich geeignet dafür. Ich habe hier einen Download-Link mit reingemacht, aber ich möchte natürlich hier das Tool auch mal zeigen. Das ist der Color Contrast Analyzer. Mach den mal auf, ich habe den installiert. Und das Schöne ist, er ist deutschsprachig verfügbar. Also wir haben ein deutschsprachiges Tool. Er ist für verschiedenste Plattformen verfügbar, also für Windows und iOS, also auch Mac sozusagen verfügbar. Und hat die Möglichkeit, Farben auch über ein Pipette aufzunehmen, also relativ einfach, auch für ungeschulte Menschen. Im Test sollte man den Farbcode eingeben, das ist sicherer, dass man auch wirklich die richtige Farbe erwischt. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, wir hätten also hier die Möglichkeit, auf die verschiedensten Farben drauf zu gehen. Jetzt bin ich natürlich in der Freigabe ein bisschen eingeschränkt hier. Das hat sich gerade in den Hintergrund verabschiedet. Aber nichtsdestotrotz, auch hier nochmal die Erläuterung, der Color Contrast Analyzer gibt uns die Möglichkeit zu eruieren, hat die Vordergrundfarbe, meistens die Textfarbe zum Hintergrund ausreichend Kontrast, dass wirklich auch Menschen mit einer Visusverschlechterung alle Farben wahrnehmen können. Und als nächstes und letztes auch Beispiele, Tools zum barrierefreien Entwickeln. Hier habe ich ein Tool mitgebracht, das es im Moment meines Wissens nach auch nur englischsprachig gibt, aber das sehr, sehr schön geeignet ist, um für Entwickler herauszufinden, bestücke ich die Schnittstelle, zum Beispiel für den Screenreader, also für assistive Technologien, richtig mit dem, was ich gerade sozusagen entworfen habe. Das Tool nennt sich Accessibility Insights for Windows. Früher auch bekannt unter dem Namen inspect.exe. Und hier kann ich sozusagen irgendein Element herausnehmen. Ich muss jetzt mal hier ein anderes nehmen. Vielleicht in der Freigabe funktioniert es nicht ganz so gut. Auch ein bisschen Verbindungsprobleme gerade. Aber ich habe es geschafft, hier zum Beispiel aus meinem PowerPoint mal eine Folie, wo wir sozusagen hier auch die Accessibility Properties rauslesen können. Und Profis und Entwickler wissen mit diesen Informationen sehr, sehr viel anzufangen und können jetzt abschätzen, ob der Screenreader beispielsweise hier die richtigen Informationen aus meinem UI-Element auch wirklich erhält. Und das nächste ist ein Tool, wo man denken könnte, es ist vielleicht nicht gerade barrierefreies Entwickeln, weil bei Entwickeln denken wir immer an den Programmierer. Ich denke aber auch, dass Sprache und gerade auch Texte entwickelt werden. Hier steckt sehr viel Grips dahinter zum Thema Informationsarchitektur und natürlich auch Formulierung. Aus meiner Sicht ist einen guten Text zu schreiben genauso schwer wie einen guten Code zu schreiben. Und deshalb habe ich das Tool hier auch ganz bewusst beim Tool zum barrierefreien Entwickeln mit reingepackt. Das ist ein Tool, was uns helfen soll, verständlicher zu schreiben. So langsam will mein Rechner nicht mehr. Gucken. Es ist leichte Sprache prüfen heißt das Tool. Und hier kann ich einfach Text reinkopieren und kann prüfen, ob die Formulierungen, die ich genutzt habe, auch von Menschen gelesen werden können, die zum Beispiel Deutsch nicht als Muttersprache haben. Also die nicht so einen hochgradigen zum Beispiel Wortschatz haben, wo wir vom gymnasialen oder vom universitären Wortschatz ausgehen können. Oder eben auch, wo die Grammatik sich noch in den Grundzügen befindet, beispielsweise für solche Menschen, aber natürlich auch für Menschen mit Leseschwierigkeiten.
Und ich mache das jetzt hier mal mit dem Demo-Text. Das Tool zeigt mir hier recht einfach, wo Probleme an dem Text bestehen und gibt mir Hinweise, was das Problem ist. Die Hinweise sind in Deutsch. Das eigentliche Tool basiert auf einer englischen Basis, aber immerhin haben wir schon mal die Hinweise in Deutsch. Das hilft uns weiter. An der Stelle ist der Satz zum Beispiel mehr als 12 Worte lang und sollte eventuell gekürzt werden. Oder wir haben hier beispielsweise eine Passivformulierung, besser ist im Aktiv zu formulieren. Oder hier ein sehr langes Wort, was für Menschen mit Leseschwierigkeiten vielleicht sehr, sehr lange dauert, auch zur Aufnahme. Und so weiter und so fort. Also wirklich sehr viele nützliche Hinweise mit auch Übersicht der Regeln. Dass das Tool leichte Sprache prüfen heißt, gefällt mir nicht so ganz gut, weil es hier eher um einfache, verständliche Formulierung geht, nicht zwingend um leichte Sprache. Hier gibt es dann doch noch ein paar mehr Dinge, die bei leichter Sprache beachtet werden müssen. Annemarie, bist du weg? So. Ich bin wieder da, irgendwas war gerade, aber Annemarie, bist du noch da? Ich glaube, sie ist weg. Sie ist weg. Okay. Ja, ich denke, sie war jetzt auch fast zu Ende. Warte mal einen Moment. Ah, kommt nicht zurück. Ja. Sonst sind aber alle noch da, man kann alle noch hören. Da war gerade irgendein... Okay, also dann warten wir, ob die Annemarie noch reinkommt. Auf jeden Fall, ja, wir sind ja auch am Ende mit unserer Zeit, 1:05. Annemarie hört es jetzt nicht. Dankeschön an dich, Klaus, für deinen Beitrag hier und auch Dankeschön an Annemarie, die es jetzt hört oder nicht hört, sonst sagen wir es ihr nachher. Wir haben jetzt im Chat versucht, einiges schon, haben wir schon mit beantwortet, aber ich denke nicht alles. Das gehen wir im Nachgang auch noch durch und wir stehen euch ja auch zur Verfügung noch auf unserer E-Mail-Adresse über unsere Webseite. Ja, Annemarie? Nee, dachte ich, sie ist nicht. Morgen geht's weiter. Wieder von 15 bis 17 Uhr. Die Einwahldaten schicken wir dann wieder am Vormittag an euch alle, die aktuellen Einwahldaten. Und morgen geht es dann um PDF-Thema. PDF-Barrierefreiheit, Strategie in einer Organisation umsetzen mit einem 5-Schritte-Plan zum entspannten Sicherstellen der Barrierefreiheit aller PDFs. Das wird uns morgen der Markus vorstellen. Und die zweite Einheit morgen wird die Annemarie gestalten und barrierefreie PDF-Dokumente aus Adobe InDesign effizient umsetzen kann. Das wäre das Thema für morgen. Annemarie, bist du zurückgekommen? Nee. Dann würde ich sagen, ja, dann bedanke ich mich noch bei allen. Auch bei Delph Interpret für ihre Übersetzung, Untertitelung und wünsche euch allen einen schönen Abend. Und ich denke, wir haben ganz viel Inputs bekommen, gerade diese Tools jetzt noch zum Schluss. Da gab es schon ganz viel positive Feedbacks. Vielen Dank an euch alle und habt einen schönen Abend und dann hoffen wir, dass ihr morgen wieder dabei seid um 15 Uhr. Ja, danke. Ja? Danke und auf Wiedersehen auch von meiner Seite. Ja? Tschüss. Tschüss.